Hallo, heute habe ich mir einfallen lassen, ich zeige euch mal, wie eine Windows 10 Installation mit einem Windows 7K aktiviert werden kann. Auf diesem PC ist zum Beispiel noch oben ein Aufkleber. Das war mal ein Windows 7 Rechner, der wurde installiert auf Windows 10, aber nicht aktiviert. Die jeweilige Person wusste das anscheinend nicht. Und in dem Video zeige ich euch zwei Möglichkeiten. So, und los kann es gehen, ja. Variante 1 ist der Key, der auf dem Windows 7 Rechner steht. Den notieren wir uns und geben ihn dann in den Computer ein. Hier unterhalb finden wir den Menüpunkt Produktkey ändern. Auch den geben wir jetzt und geben den notierten Key ein. Ja, so sieht es dann aus. So, dann versuchen wir das mal. Den kann ich euch natürlich jetzt nicht zeigen. Das Ganze bestätigen wir jetzt mit weiter. Also bei mir steht jetzt der eingegebene Produktkey funktioniert nicht, da. Jetzt ich überprüfe nochmal die Zahlen, ja, die ich geschrieben habe, und dann melde ich mich gleich nochmal wieder. So, jetzt bestätigen wir nochmal mit weiter. Und jetzt sehen wir hier, dass es arbeitet, ja. Dann sollte der Key auch gleich funktionieren. Ja. Kann schnell mal sein, dass man anstatt ein B vielleicht eine 8 schreibt und so. Und hier steht jetzt, die Aktivierung von Windows gewährleistet eine reibungslose Benutzererfahrung. Aktivieren. Also nach der Meldung kommt dann auch, dass Windows aktiviert ist. Ja. So, das war die Variante jetzt, wo wir noch ein Key auf dem PC kleben hatten, ja. Das hat ja nun auch nicht jeder, ja. Und da gibt es so ein kostenloses Programm, das kann sich jeder runterladen aus dem Netz, ja. Ich habe das jetzt auf meinem Stick schon da wollte ich jetzt mal den aktivieren, ja. Das heißt hier Jelly Bean Key Finder, ja. Das könnt ihr euch mal Magical Jelly Bean Key Finder, das könnt ihr euch mal notieren, ja, in Ruhe, und den braucht ihr dann nur hier anklicken. So, nachdem ihr auf Ja gedrückt habt, ja, erscheint das Feld und dort zeigt es dann wiederum den Key an, ja, kann ich euch jetzt nicht genau zeigen. Was ihr beachten müsst, ist, ihr müsst online sein, also auf jeden Fall eine Internetverbindung, sonst funktioniert das schon mal nicht, auch wenn ihr dann den richtigen Key eingebt. Und es kann auch mal sein, dass der Aktivierungsserver, wenn es zu spät ist oder zu einer bestimmten Zeit, dass der nicht erreichbar ist, dann geht das auch nicht. Solltet ihr nochmal zu einer anderen Zeit probieren. Also ich hatte es heute Nachmittag aktiviert, also gegen Mittag ging es auf jeden Fall gleich. Ja. Bei dem anderen Computer, wo ich jetzt gerade am Arbeiten bin, da hat das nicht funktioniert. Ja, da ist es jetzt anscheinend nicht erreichbar. Aber probiere ich dann halt morgen nochmal. So, also jetzt nicht wundern, ja, mit dem PC bin ich hier fertig mit den Einstellungen und den Key habe ich dort sozusagen repariert, ja. Die Windows-Lizenz habe ich dort aufgesetzt sozusagen und aktiviert und zurückgesetzt. Ja, der PC wird jetzt die Tage vielleicht schon verkauft werden. Verlinke ich auch alles nochmal, falls er noch da ist, könnt ihr noch kriegen, und wenn er nicht mehr da ist, dann halt nicht. Ja, deswegen arbeite ich jetzt schon mit diesem PC weiter. Der hat auch noch ein kleines Problemchen anscheinend mit der Windows-Lizenz und da zeige ich euch das jetzt nochmal mit den Einstellungen. Ja. Da ich ja das Video jetzt sozusagen zusammengeschnitten habe, habe ich jetzt die Datei, muss ich jetzt nochmal korrigieren, weil es beim Videoschnitt gab es wieder ein kleines Problemchen und ein kleines Malheur, aber ist alles gar kein Problem, ja. Dann zeige ich euch das nochmal, ist mir auch so aufgefallen. Also wichtig, Internetverbindung, ja, nie vergessen. Also hier unten im Eck bei Windows 10, ja, auf Einstellungen gehen, ja. Also insgesamt würde ich auch nie sagen, dass es einfach ist, ja. Ich habe schon so oft jetzt mittlerweile die Windows-Installation gemacht und so viele Keys ausgelesen und so viel Erfahrung gesammelt und also hier auf Update, ja, dann hier auf der Seite unter Aktivierung, also einmal anklicken, dann hier unten Produkt-Key einmal anklicken und dann hier dann den Key eingeben. Entweder den nochmal von vorn, erste Variante den oben vom PC
Eben, oder Variante B mit diesem Jelly Bean Cavefinder. Also Philipp, nochmal vielen Dank für den Cavefinder hier von mir aus. Ja, und weiter geht's erstmal im Video. Und eben, ich denke, ihr werdet es schaffen, ja, wenn es nicht gleich beim ersten Mal ist. Wie ihr das bis jetzt gesehen habt, da ist auch immer stetige Verbesserungen möglich gewesen. Und ich gebe mir echt Mühe, dass ich alles stemmen kann. Ja, bisher bin ich alleine mit und die Firma natürlich, also ich und die Firma, ich sage ja manchmal wir, und das ist bis jetzt nur ich und die Firma, und den Rest muss ich alles alleine stemmen. Und ich zeige euch auch dem nächsten Video, hatte ich auch schon mal angekündigt, wie es weitergeht, ja. Also verschiedene Baustellen, und bis dahin verabschiede ich mich für heute und viel Spaß mit dem Kanal. Eben, schaut euch mal so ein paar Sachen an und eben abonniert es vielleicht, ja, ist kostenlos auf jeden Fall. Und vielleicht mal so einen Daumen hoch oder was ich besser machen kann. Das mit der Helligkeit ist immer noch ein Thema. Obwohl ich jetzt schon hier oben bin, bei unten der kleine Laden ist schon vollgestopft mit PCs, und weiter geht's jetzt auf jeden Fall. Also ich gebe Gas, ja, dass alles wird, und dass wir bald hier ein bisschen Erfolg haben.